Kinder sind unser wichtigstes Gut. Eine Bekenntnis, die für alle gilt. Schwierige Lebensumstände sowie vorerst nicht überwindbare psychische oder physische Belastungen können Eltern überfordern, bis hin, dass das Wohl der Kinder gefährdet wird. So kommt es vor, dass die Kinder in manchen Fällen ihre Familien vorübergehend oder dauerhaft verlassen müssen. Pflegefamilien sorgen dafür, dass betroffene Kinder in scheinbar ausweglosen Situationen nicht auf eine liebevolle familiäre Umgebung und ein wohlbehütetes Zuhause verzichten müssen. Dieser Film beschreibt in Grundzügen, warum eine Pflegefamilie wichtig ist. Ehemalige Pflegekinder und engagierte Pflegeeltern sprechen über ihre Erfahrungen. Experten kommen zu Wort. Sie alle möchten für das Thema sensibilisieren. Ursachen, warum ein Kind aus der Familie raus muss oder rausgenommen wird, können ganz vielfältig sein. Aber dann eine neue Familie quasi als Ersatzfamilie zu bekommen, ist wirklich eine Riesenchance für das Kind. Es ist für uns eigentlich undenkbar, kleine Kinder in Heimerziehung groß werden zu lassen. Und von daher versuchen wir natürlich auch diesen Kindern, die oftmals schon schlimme Erfahrungen in ihrer frühesten Kindheit machen mussten, eben so ein familiäres Setting zu bieten, in dem sie ähnliche Erfahrungen machen können, die normale, gesunde Kinder, die bei ihrer Herkunftsfamilie groß werden, auch machen können. Wir haben ja das Kinder- und Jugendhilfegesetz und das sieht ja ganz klar vor, dass Eltern, die mit ihren Kindern irgendwie nicht klarkommen, Anspruch haben, dass sie vom Jugendamt Hilfe bekommen. Es soll ja, bevor ein Kind aus einer Familie heraus muss, soll ja erstmal versucht werden, innerhalb der Familie Hilfen zu geben, sei es durch eine Familienhelferin, sei es durch die Erziehungsberatungsstelle. Ich habe zum Beispiel auch mal während meiner Bereitschaftszeit ältere Kinder gehabt, die von sich aus zum Jugendamt gegangen sind und gesagt haben, ich halte es in meiner Familie nicht mehr aus, tut irgendwas. Ne? Letzten Endes versuchen wir, alle Pflegeeltern so zu betrachten wie auch ganz normale Familien. Es ist ja so, dass ihnen mitunter nur die 9 Monate Schwangerschaft fehlen und sie ansonsten ganz normal mit den Kindern zusammenleben, groß werden, in Urlaub fahren, gemeinsam eine Alltagsstruktur finden. Und wir dementsprechend natürlich diese Familien im Grunde auch genauso betrachten wie alle anderen Familien. Pflegeeltern wird man, indem man sich erst einmal ganz spontan hier bei uns meldet, wenn man den Wunsch hat oder erst einmal auch nur die Idee ist. Dann bekommen die Bewerber erst einmal unverbindlich Informationsmaterial von uns. Sie können sich nochmal ganz anders mit dem Thema auseinandersetzen. Im nächsten Schritt würden wir dann ein Erstgespräch führen, in der Regel auch hier in der Dienststelle, bei dem wir uns kennenlernen und nochmal abgleichen, stimmen Ihre Vorstellungen auch mit unseren Vorstellungen von einer Pflegefamilie überein. Im weiteren Verlauf prüfen wir dann die Geeignetheit der Pflegeeltern. Wenn wir am Ende beide zu dem Ergebnis kommen, sie möchten gerne Pflegeeltern werden, dann würden sie auf unsere Warteliste gesetzt werden. Dann heißt es abwarten und sich auf das Kind freuen, das ihre Familie bereichern wird. Als ich mein Pflegekind das erste Mal gesehen habe, das ist ein unbeschreibliches Gefühl gewesen. Das kann man eigentlich nicht in Worten zusammenfassen. Das muss man eigentlich nur erleben. Die Liebe und der Drang, ihn in den Arm zu nehmen, ihn zu drücken und sofort mitzunehmen, der war sofort da. Für uns oder für mich ist es vom Gefühl her das Gleiche, welches von unseren 3 Kindern es ist. Ich habe nur manchmal das Gefühl, ich hätte unserem Pflegekind gegenüber noch eine größere Verantwortung als meinem Leiblichen gegenüber, weil das ein Kind ist, was mir sozusagen nochmal obendrauf anvertraut worden ist. Bei einer 5-köpfigen Familie, bei 3 kleinen Kindern, bleibt eigentlich keine Zeit, darüber nachzudenken, ob das eine ein Pflegekind ist, ob man sich hier anders verhält, dem Kind gegenüber oder nicht. Da wird alles gleich behandelt. Familie. Die Gene, die bekommt man ja natürlich von seinen leiblichen Eltern vererbt. Und dementsprechend, wenn man sich mal ganz genau angucken würde, würde man wahrscheinlich halt in den ganzen
Wesen und halt, so wie man ist, natürlich Unterschiede zwischen mir und meinen Pflegeeltern finden. Es war für mich schwer, emotional in die Familie wirklich reinzukommen, da Vertrauen zu bilden. Aber ich hatte Eltern, die mich nie bedrängt haben, die mich also immer haben stehen lassen, die offen für mich waren, aber nie jetzt irgendwie emotional etwas gefordert haben. Das war sehr gut halt für mich. Mit meiner leiblichen Mutter bin ich sehr oft umgezogen. Auch wenn meine Mutter es möglicherweise noch hinbekommen hätte, mich alleine aufzuziehen, wäre es halt was anderes gewesen, weil ich weiß nicht, wie oft wir noch umgezogen wären, aber auf jeden Fall wäre es halt was anderes gewesen wie jetzt, wo ich halt 15 Jahre als Pflegekind hier in der Familie dann halt wirklich an einem Ort verbracht habe. Dementsprechend war es dann natürlich auch einfacher, Kontakte zu finden, Beziehungen aufzubauen. Als ich im Heim war, war es halt oft so, dass man allgemeines Spielzeug hatte und in dieser Familie war es dann halt so, dass ich dann Spielzeug wirklich für mich alleine hatte und das war ein ganz tolles Erlebnis, da jederzeit dran zu können, wenn ich halt Lust hatte. In der neuen Familie habe ich Sicherheit gefunden und das hatte ich im Heim nicht. Im Heim ist es halt ein großer Pool mit vielen Kindern und in der Familie ist es so, dass man wirklich zwei Ansprechpartner hat, zwei hat, die wirklich ständig auf einen aufpassen und für einen da sind und das war schon ein großer Unterschied für mich. Die haben mich sofort behandelt wie ihr eigenes leibliches Kind, haben mich auch sofort haben mich ein Jahr noch zu Hause bei sich behalten, anstatt mich direkt in den Kindergarten zu stecken. Auch direkt mit in den Urlaub genommen und haben Ausflüge mit mir gemacht. Die Pflegschaft ist bei uns kein Geheimnis. Wir gehen damit sehr offen um und ich unterhalte mich mit sehr vielen, ob es hier in Deutschland ist oder in der Türkei. Ich unterhalte mich mit sehr vielen über dieses Thema, weil ich auch sehr häufig danach dann gefragt werde. Und rate eigentlich auch wirklich jeden dazu, sich Gedanken darüber zu machen. Zum Beispiel bei meinem Papa ist das so, dass er dann sofort losrennt und sagt, ja Opa, Dede. Mein Vater freut sich dann, bei denen kommen sofort die Tränen raus, weil er schon allein Opa hört von dem Kleinen. Bei meiner Mutter ist es, das ist unbeschreiblich. Also ich weiß nicht, er rennt hinter meiner Mutter her und will dann gar nicht mehr nach Hause. Die respektieren meine Entscheidung. Und die bereuen es auch nicht, mich unterstützt zu haben. Die sind stolz auf mich. Ach, wie viele Silvesterabende wir schon zu Hause geblieben sind, weil ein Kind krank war. Boah, das sind normale Familienangelegenheiten. Ich hätte was Tolles getan. Oder wir hätten was Tolles getan. Nein, nein. Die Leni hat was Tolles getan. Die hat mir geschenkt, dass ich noch eine Tochter habe. Wenn die Möglichkeit besteht, wird die ethnische Herkunft des Kindes bei der Auswahl der Pflegeeltern berücksichtigt. Jedoch ist eine Übereinstimmung der Herkunft keine zwingende Voraussetzung. Vielmehr kommt es darauf an, das Kind so anzunehmen, wie es ist, und ihm ein beschützendes und liebevolles Zuhause zu geben. Es muss absolut nicht so sein, dass ich ein Kind aufnehme, was aus meiner Ethnie kommt. Meine Adoptivtochter ist das Kind, was ich als erstes aufgenommen habe von meinen beiden Töchtern, hat auch einen anderen biografischen Hintergrund. Also aus meiner Erfahrung kann ich berichten, dass natürlich unser oberstes Ziel immer ist, ein Kind mit Migrationshintergrund auch in eine Familie zu vermitteln, das diesen kulturellen Hintergrund widerspiegelt. Das ist uns auch vielfältig schon gelungen. Es gibt durchaus auch Kinder mit Migrationshintergrund, die auch in deutsche Familien vermittelt werden und die da auch genauso liebevoll angenommen werden und ganz herzlich aufwachsen. Aber eben auch so der umgekehrte Fall, also auch Familien mit Migrationshintergrund können auch deutsche Pflegekinder aufnehmen. Welche Herkunft am Ende das Pflegekind auch haben mag, wichtig und eine Voraussetzung für eine gesunde persönliche Entwicklung bleibt die Akzeptanz seiner leiblichen Eltern durch die Pflegefamilie. Egal wie eng die Bindung und die Beziehung sich entwickelt, die andere Familie ist da und auch wo keine Kontakte sind, ist sie existent im Hintergrund. Und was ich für ganz, ganz wichtig halte, ist, dass ich als Pflegeeltern nicht sage, ja, dieses Kind, was das Jugendamt mir vorgestellt hat, das möchte ich gerne aufnehmen,
sondern ich muss sagen, ja, ich kann mir vorstellen, ein Kind dieser Herkunftsfamilie in meine Familie aufzunehmen. Ich muss die Familie anerkennen, eine gewisse Wertschätzung muss ich der Herkunft entgegenbringen. Ich kann natürlich sämtliche schlimmen Dinge, die die mit dem Kind gemacht haben, in Grund und Boden verurteilen und ablehnen. Aber ich tue dem Kind keinen Gefallen, wenn ich seine Eltern ablehne. Und der Lohn für die Pflegeeltern, das Lächeln der Kinder, das zunehmende Zusammenwachsen der Pflegefamilie sowie die stetigen, wenn auch oft kleinen Entwicklungsfortschritte verdeutlichen den Pflegeeltern den Sinn ihrer Aufgabe. Wertschätzung und Anerkennung des Engagements im Umfeld verstärken die Motivation der Pflegeeltern. Als wir das erste Mal mit Leni verreist sind, hatte Leni noch nicht unseren Nachnamen bei der Passkontrolle in der Türkei. Wir sind also wirklich so mit Glückwünschen und mit Freude bedacht worden, dass ich das gar nicht glauben konnte. Ich hatte es von meiner Schwiegermutter schon gehört und dann aber auch von anderen Verwandten. Wenn ihr nicht eh schon in den Himmel kommen würdet, dafür würdet ihr in den Himmel kommen. Ich kannte es also nur von der christlichen Nächstenliebe her und war wirklich vor allen Dingen von so fremden Leuten wie dem Zollbeamten, der dann uns angeguckt hat und gesagt hat, das ist aber toll, dass sie das gemacht haben. Dem Zollbeamten war klar, Kinder brauchen Eltern und dann ist es natürlich toll, wenn sich andere Eltern finden und das für diese Kinder übernehmen und natürlich belohnt werden mit auch einem wunderbaren Kinderlächeln. Kinder sind unser wichtigstes Gut. Für das Wohl eines Kindes zu sorgen, ist eine gesellschaftliche Herausforderung und Chance zugleich. Pflegeeltern stellen sich diese Herausforderung, denn Kinder brauchen Eltern. Letzten Endes lässt es sich ganz simpel zusammenfassen. Kinder brauchen Eltern. Und das ist einfach so, ob es sich jetzt um die leiblichen Eltern handelt oder um eine Pflegefamilie, die liebevoll die Kinder aufnimmt, ist am Ende zweitrangig. Es ist halt auch einfach so, dass Kinder Eltern brauchen. Halt einfach, um in ihrem weiteren Leben besser vorbereitet zu sein. Also definitiv brauchen Kinder Eltern, um in dieser Welt klarzukommen, um Halt zu haben und zu wissen, wo sie hingehören. Kinder brauchen Eltern, weil es einfach wunderschön ist, Kinder im Haus zu haben und zu sehen, wie sie aufwachsen. Und es ist wunderschön, wenn sie zu einem kommen und Papi sagen. Und das ist schon alles, was man so haben möchte. Ich kann es nur jedem empfehlen. Alle Kinder haben erstmal Eltern, die wenigsten sind Waisenkinder, aber es gibt Kinder, für die ist ihr erstes Elternpaar nicht ausreichend und sie brauchen ein zweites Elternpaar, bei dem sie sich geborgen fühlen, von dem sie geliebt werden. Çocuklar her zaman anne babaya ihtiyaç duyar, her zaman er braucht dich. Die Kinder brauchen allgemein Eltern. Die brauchen immer Eltern. Ich hätte was Tolles getan. Oder wir hätten was Tolles getan. Nein, nein. Die Leni hat was Tolles getan. Die hat mir geschenkt, dass ich noch eine Tochter habe. Oğlum. Benim en büyük hediyem oğlum. Jedes Kind verdient ein Lächeln. Öffnen auch Sie Ihr Herz und Ihr Zuhause. Und sorgen für ein Lächeln.